Ich glaube, da habe ich mir was vorgenommen. Wenn ich jetzt die ganze Bürgerkriegs-Storyline als Videoreihe aufnehmen will. Aber ich habe das wirklich vor. Erstens, weil sich der schöne Mist drüber beschwert hat, dass ich sonst immer nur Markart aufnehme. Und zweitens, weil ich das einfach generell mal aufnehmen will, aber irgendwie lässt es schon wieder dauernd. Also einfach, weil ich der Meinung bin, dass sich das als Videoreihe lohnen könnte. Ja, da kommen Spinnen. Normale Wölfe zur Abwechslung. Und natürlich überhaupt nichts zu melden. Problem ist nur, wenn man von denen getroffen wird, dann kann es sein, dass sie einen mit so einer blöden Krankheit infizieren, selbst wenn sie einem eigentlich gar nichts abziehen. Und was zum Teufel eigentlich das hier soll? Okay, es ist nicht ganz so eklig wie Blut, aber trotzdem ein bisschen eklig irgendwie. Zu diesem komischen kaiserlichen Militärlager gehe ich jedenfalls nicht nochmal, solange ich es nicht muss. Ich wüsste echt gern, warum zum Teufel die ohne Vorwarnung auf mich losgehen. Vielleicht bin ich ja jetzt wirklich bei den Kaiserlichen sozusagen verrufen. Also vielleicht gibt es da doch im Hintergrund so ein System, das sich merkt, gegen welche Fraktionen man schon Angriffe ausgeführt hat. Und dass mich das Kaiserreich jetzt also als Verbrecher ansieht. Und dass also die Kaiserlichen jetzt immer auf mich losgehen. Mit eurem komischen Gift die ganze Zeit. Soviel ich weiß, ist es ja so, dass momentan in Australien oder so so eine große Kampagne läuft, dass die Leute süße Trichternetzspinnen fangen müssen. Weil die nämlich ganz liebenswertig sind. Und einen so schön wegschwärmeln können. Weil Spinnen nämlich sehr wundervolle Tiere sind und einen mit scharfen Krallen ganz langsam aufschneiden können. Hey, da ist irgendwas! Oh, wieder so ein komischer Wolf. Hey, jetzt ist auf einmal dieser Schutzgeist wieder da. Nämlich der Schutzgeist ist irgendwie buggig. Zumindest manchmal. Vor einiger Zeit hat der Schutzgeist sogar mal einen Savegame-Fehler verursacht. Auch mit diesem Charakter. Dass er sich aufgelöst hat und dann ist Skyrim immer abgestürzt. Ich glaube, ein Hexenrabe. Das war eigentlich ein relativ einfacher Gegner. Normalerweise ist es so, dass ich dieses Sumpfland hier überhaupt nicht mag. Weil da laggt's die ganze Zeit. Noch dazu kommen da oft Horden von nervigen Gegnern. Bei den Hexenraben bin ich mir auch nicht sicher, wofür zum Teufel die gut sein sollen, weil im Nahkampf ändern die so gut wie überhaupt nichts. Und halten nur ewig viel aus. Was? Oh nein! Aber die können Hirnfäule übertragen. Das ist nämlich eine Krankheit, die man vor allem dann kriegt, also in echt meine ich jetzt, wenn man zu viel Fallout New Vegas spielt. Dann erkrankt man in echt an Hirnfäule. Deshalb gehört New Vegas nämlich eigentlich auf den Index wegen Volksverdummung. Leider ist New Vegas in Deutschland nicht auf dem Index. Hey, guck mal, was da alles kommt. Das wahrscheinlich hauptsächlich Spinnen- und Skever-Typ ist. Aber bei meinem Glück werde ich einmal von einem Skever gebissen und habe dann sofort wieder irgendeine blöde Krankheit. Nämlich Hirnfäule macht, glaube ich, so, dass sich das Mana nur noch halb so schnell auflädt, was total abnormal ist. Ja, guck mal, wie viele rote Punkte da sind. Ist ja abnormal. Diese Aso-JPs. Boah, da kommt eine Horde. Oh nein, das ist ein verdammter Bär. Am, ja, am, ja. Ja, natürlich!
Ey, da fühlt man sich doch ein bisschen an Dungeon Lords erinnert. Wo immer Gegner kommen, die einen vergiften. Und wo man dann 20 Bienen killt, um dann von der letzten und 21. Biene einmal getroffen zu werden, was einen dann natürlich sofort vergiftet. Nämlich in Dungeon Lords ist man vor der Vergiftung dann am besten geschützt, wenn man schon vergiftet ist. Oh nein! Das ist was total Unbesiegbares, das einen Single-Hit killen kann und deshalb muss ich jetzt rennen. Nämlich diese Sprinkler-Matronen haben so einen komischen Zauberspruch, der einem einfach mal sein ganzes Leben absaugt. Das dauert zwar eine Zeit lang, aber wenn man sich dabei nicht die ganze Zeit heilt, und möglicherweise sogar dann, wenn man sich dabei die ganze Zeit heilt, dann ist man einfach plötzlich tot. Beziehungsweise stirbt halt langsam. Deshalb suche ich jetzt das Weite, in der Hoffnung, dass ich es schaffe, die Erschis abzuhängen. Was zum Teufel eigentlich diese Brücke hier soll? Beziehungsweise diese Felsspitze, wo man nicht hochkommt. Möglicherweise soll da oben Einsamkeit sein. Von hier unten kommt man da halt nicht hin. Überhaupt. Irgendwas sagt mir, dass es... Hey, natürlich hat mich das gekillt! Irgendwas sagt mir jedenfalls, dass man da überhaupt nicht hochkommen kann. Ich bräuchte vielleicht auch mal das Abfederperk, damit ich auch mal wo runterfallen kann, ohne gleich tot gemacht zu sein. Weil der Save Before You Fall Glitch funktioniert zumindest bei mir nicht. In Fallout 3 und New Vegas ging der. In Oblivion ging er irgendwie nicht. Also, das war so. In Oblivion ging der Glitch nicht. Jetzt laggt's. Und das laggt irgendwie immer noch. Sieht irgendwie ein bisschen nach einem Hänger aus, habe ich so das Gefühl. Ich glaube, es ist wirklich einer. Naja, dann habe ich das halt abgeschossen. Jedenfalls in Oblivion, da gab's den Save Before You Fall Glitch nicht. In Fallout 3 und New Vegas gab's ihn dann. Und in Skyrim gibt's ihn wieder nicht mehr. Ich frage mich, ob es ihn in Fallout 4 dann wieder geben wird. Aber Fallout 4 wird ja sucken, wie wir alle wissen. Fallout 4 wird wahrscheinlich eine New Vegas Popo Engine haben. Und selbst wenn Fallout 4 dann nicht so kackbraun aussieht, ich werde natürlich das Rumgelegge merken. Ich meine, Skyrim hat auch schon ein ziemliches Rumgelegge, vor allem im Hauptmenü und so. Oder wenn man versucht zu speichern. Aber New Vegas hat ein noch viel buggigeres Rumgelegge. New Vegas leckt ganz einfach jede Aktion. Mal sehen, ob ich jetzt endlich mal hier langlaufen kann. Das war jetzt zum Glück nur so ein Kurzhänger. Ich hoffe mal, dass es nicht wieder ein richtiger Hänger kommt. Ich will einfach nur da runter und dann nach Einsamkeit. Das kann doch nicht so schwer sein. Auch wenn da einiges hinter mir her ist, das muss gehen. Lag! Ist das wieder ein Hänger? Lag! Da war zum Glück nur ein Kurzhänger. Fällt keine bessere Bezeichnung ein für diese kurzen Lags, die es andauernd gibt. Deshalb nenne ich die halt einfach Kurzhänger. Lag! Wie immer! Ich wäre froh, wenn ich schneller rennen könnte. Nämlich, ich habe sogar ein Perk eingefügt, das das machen soll. Es ersetzt nämlich dieses overpowerte Cheater-Perk, mit dem Dietriche nicht zerbrechen können. Und das alle anderen Dietrich-Perks nämlich somit nutzlos machen wird. Stattdessen ist es jetzt ein Perk, mit dem man schneller laufen kann. Aber das braucht 90 auf Dietrich, wenn man es lernen will. So viel habe ich natürlich nicht. Heck! Und ob es funktionieren wird, weiß ich aber auch nicht. Man darf mir jetzt vorwerfen, dass ich das doch gefälligst testen soll, aber das habe ich in dem Fall halt nicht gemacht, sondern ich gehe einfach davon aus, dass es funktioniert.
Wenn nicht, dann werde ich das ja schon merken, wenn ich es dann habe. Man kann hier zwar rennen, aber man hat immer so unendlich wenig Ausdauer. An der Stelle wächst irgendwie jedes Mal. Soll ich euch mitnehmen? Wohin soll es gehen? Wir von nach Windhelm mit müssen. Weil ich hätte mich sogar tatsächlich nochmal umentscheiden können. Dass ich lieber doch bei den Sturmmänteln bin, wenn ich nämlich einfach mal dem Ulfric die Zackenkrone gegeben hätte. Aber ich glaube, danach kann man sich leider nicht nochmal umentscheiden. Also wenn man ein paar Gebiete für die Kaiserlichen eingenommen hat, dann kann man nicht auf einmal sagen, nö, ich wechsle jetzt die Seiten und erober sie im Namen der Sturmmäntel wieder zurück. Leider. Überhaupt ist das eigentlich so total sinnlos, dass, egal für welche Seite man sich bei dem Bürgerkrieg entscheidet, das Ganze immer nur in eine Richtung geht. Entweder erobert man so nach und nach alle kaiserlichen Gebiete oder alle Sturmmantelkontrollierten. Wobei es ja eh nichts ändert, wem jetzt das Gebiet gehört, wenn man es mal ganz genau nimmt. Ein paar Dialoge sind dann anders, aber ansonsten ändert sich absolut null. Es wird aber natürlich gleich erstmal die Krankheit weggemacht, wenn ich nicht wieder vergesse. Beziehungsweise sind ja, glaube ich, sogar mittlerweile mehrere. Die aber jedenfalls alle nicht wollen. Ach so, Hirnfäule macht es einfach nur so, dass man weniger Mana hat. Ich habe sogar 3 Krankheiten. Boah. Die müssen jetzt natürlich alle weggemacht werden. Und zwar dringend. Das heißt also, das, wo sich das Mana nur noch ganz langsam auflädt, war, glaube ich, Sinnesfluch. Aber das Mana lädt sich auch ohne diese ganzen Krankheiten viel zu langsam auf. Halleluja! Der Talos-Segen ist übrigens total nutzlos. Der ändert nämlich einfach mal gar nichts. Guck mal, was der Segen machen soll. Erstens kann ich keine Drachenschreie benutzen, sodass es überhaupt nichts ändert. Und zweitens vermindert sich um 0%. Also überhaupt keine Änderung, wenn du mich fragst. Und ich frag mich ja, ob jemand ganz aufmerksam ist jetzt, fragen wird, hö, du kannst keine Drachenschreie benutzen? Also du hast doch da für den Jarl Balgruf den Drache gekillt, sonst müsstest du mindestens Fuß können. Guck, nirgends ist ein Fuß. Ja, aber Amy, das ist doch gar nicht möglich, den Bürgerkrieg schon zu starten, wenn man den Drache für den Balgruf noch nicht gekillt hat. Das heißt, genau genommen, glaube ich, dass ich jetzt falsch gelaufen bin. Ich kann jetzt zwar zum allmächtigen Ulfric gehen, der wird mir aber mit Sicherheit nicht sagen, wo sein Kurier ist. Ja? Fasst euch kurz, ich habe viel zu tun. Passt auf euch auf. Die Sturmmäntel sind im ganzen Land siegreich. Möget ihr sich herreißen. Es ist gefährlich da draußen. Ja, das war jedenfalls mal nichts. Ich frage mich, wo ich hin muss. Was wollt ihr, Rotwacht? Um so einen Zweihänder zu tragen, braucht man schon etwas. Hoffelkopf. Könnt ihr damit auch kämpfen? Diese Gurkenbullen die ganze Zeit. Ach so, ich muss wahrscheinlich in dieses Haus Kerzenschein. Ich habe einst 6 Männer ganz alleine getötet. Hätte ich meine Waffe. Denk nicht mal in Traum. Mal sehen, was da jetzt ist. Wahrscheinlich ein Wirt, den man erstmal überreden muss. Seid auf der Hut. Der Schlechter könnte hinter jeder Ecke lauern. Guten Morgen. Ach, das ist ein komischer Bade. Mhm. Gewiss. Was kann ich für euch tun?
Hier wird nämlich zum Glück das richtige Lied gespielt. Durch und durch, wenn ihr euch dieses Stück wünscht. Natürlich bin ich ein Sturmmantel. Jeder ist ein Sturmmantel, zumindest jeder Auserwählte. Ein Prost auf die Jugend, auf unsere Zeit. Unterdrückung ist bald schon Vergangenheit. Fort mit dem Kaiser und allem, was stört. Wir holen uns wieder, was uns gehört. Ihr euch, Ulfric, unser Großkönig, auf euer Wohl trinken wir und das nicht zu wenig. Wir streiten und kämpfen ein Leben lang und ist es zu Ende, führt doch so wenn gerade der Gang. Doch dies Land ist unser und soll unser bleiben. Wir werden die Fremden mit Schwertern vertreiben. Ihr euch, Ulfric, unser Großkönig, auf euer Wohl trinken wir und das nicht zu wenig. Tja, wenn es nur so bleiben könnt. Hä? Wo zum Teufel muss ich hin? Hä? Ihr seid ihr ein Dunkelelfen, Freund? Verschwindet aus unserer Stadt, dreckiges. Ich finde mich hier überhaupt nicht zurecht, wenn ich ehrlich sein soll. So, hier wahrscheinlich. Wir haben ja alle gar nichts, was man klauen kann. Wenn ihr Lust auf einen kleinen Bissen habt, hätte ich frisch gebackenes Brot und meine Kunden schätzen ihre Privatsphäre. Wirklich? Das ist mal was anderes. Nicht gedacht, dass es klappt. Er war gerade noch hier, wenn ihr euch beeilt. Erwischt ihr ihn noch? Oder ihr wartet einfach hier. Er wird bald wieder zurück sein. Einen schönen Aufenthalt wünsche ich. Und macht nichts kaputt. Hä? Also diese Marker verwirren mich. Hä? Wieso ist da ein markierter Ort? Der ist doch da gar nicht. Total die Verarschung. Ich meine, der markierte Ort ist doch immer noch Einsamkeit. Kann ja wohl der Marker nicht auf einmal irgendwo ins Leere da drin zeigen. Na, wahrscheinlich war das einfach nur so ein zufälliger Bug. Wer zum Teufel hat sich diesen Ladebildschirm ausgedacht? Der ist ja schrecklich. Der gehört zensiert. Schon allein für solche ketzerischen Ladebildschirme gehört so gemacht, dass das Spiel nicht erst ab 16 ist, sondern erst ab 18. Was ja mal gar nicht geht. Mal sehen, wo der jetzt ist. Okay, da. Und wahrscheinlich werde ich ihn aber leider killen müssen, um das Teil von ihm zu kriegen. Dabei ist der ein Sturmmantel. Nämlich wir alle sind Sturmmäntel. Also ich erinnere mich natürlich noch dran, wie ich die Story für die Sturmmäntel gespielt habe, also im Rahmen von Ulfric und mit dem Versuch, alles Sturmmantel kontrolliert zu kriegen. Und da gab es dann logischerweise einen kaiserlichen Kurier. Und den habe ich auch killen müssen, damit er das Zeug rausdrückt. Toll, da kommt irgendwas Nerviges. Wieder Powerangriff. Warum geht denn der immer daneben? Ich ziel doch so gut. Ist das ein grottenschlechter Powerangriff? Na toll. So kriege ich den Kurier wahrscheinlich nicht. Na toll, er läuft weg von mir. Weg! Weg!
Leck! Leck, 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 leck. Mal sehen, ob wir es schaffen, diesen komischen Sturmmantel zu kriegen. Wahrscheinlich wäre es auch möglich, den zu erwischen, ohne extra die Info zu holen. Von diesen komischen NPCs in der Bar. Also, dass man einfach selber nach ihm sucht, ohne den Questmarker. Oh nee, halt doch deine Klappe. Diese Oberknalli-Sprüche, die es auch in Fallout 3 gab, gibt's ja auch wieder, mit dem Unterschied, dass die hier irgendwie nicht brechen können, immerhin. Hä? Was ist hier los? Leck, leck. Nerv. Kein Bock auf nervige Banditen. Ich hau jetzt einfach das Auto, wenn das geht. Dann fahre ich weg. Hä? Dauert ja einer, dauert. Aber das ist mir ist alles egal, ich fahre einfach weg mit meinem Auto. Nämlich im Original Skyrim, da haben die Autos einfach alle nur Auto angezeigt. Waren noch dazu alle gleich. Aber bei mir gilt natürlich, dass einige Autos, wie zum Beispiel dieses hier, besonders schnell sind. Und einige andere sind langsam. Ich meine, was soll das? Hä? Was ist das hier? Mal Glück gehabt, ich hab schon gedacht, das Auto wäre jetzt am Arsch. Weil es leckt ja schließlich die ganze Zeit, leider. Luke! Vorne ist anscheinend dieser Stormcode. Muss ich aber erstmal aus dem Auto aussteigen und die dann irgendwie erwischen. Einen komischen Sturmmantel. Frag mich, ob man dem das Teil klauen kann. Hä? Keine Zeit für Schwätzchen. Geh mir aus dem Weg. Na, tatsächlich. Vielen herzlichen Dank. Das werden wir schon sehen. Na klar. So wird der dann natürlich feindlich. Abgeböllert. Tja, und jetzt muss ich natürlich hier zu diesem Rieke-Miststück zurück, was ein ewig langer Weg ist. Ich weiß aber, was ich mache. Ich nehme natürlich einfach wieder das Auto. Hoffentlich schrotte ich das jetzt nicht auf dem Weg dahin. Und wenn ich das Auto verliere, dann darf ich wirklich laufen. Also, das geht dann im nächsten Video weiter. 10, 9, 8, 7, 6...